Na, wie geht's, Mick? Schlag eine kurze Gerade. Schlag den Jab, schlag den Jab. Schlag den Jab, ja! Schlag den Jab! Gut so. Gut so! Hey, ich hab keinen Gong gehört! Okay. Jawohl! Rest nicht so! Schlag den Jab! Gut so, konzentrier dich! Guck dir die Flasche vor dir an! Du siehst, dass du alles richtig machst und dann machst du's richtig! Ja, das ist gut! Das ist sehr gut! Kein... Komm her, Rocco. Mein Gott, du bist bereit, nicht wahr? Ja. Und Apollo wird nicht wissen, was ihn da getroffen hat. Du wirst ihn überrollen wie ein Bulldozer, wie ein italienischer Bulldozer. Ja? Hör mal, Rock. Ich weiß, wie du über den bevorstehenden Kampf denkst, weil... weil ich nämlich auch mal jung war. Und ich will dir mal was sagen. Wenn es dich nicht gäbe, mein Junge... ich glaube, dann würde ich heute nicht mehr am Leben sein. Ich weiß, die Tatsache, dass du hier bist, gibt mir eine unglaubliche, wie heißt es doch gleich, Motivation. Ja, deswegen will ich weiterleben. Ich glaube nämlich, dass die Menschen manchmal sterben, weil sie nicht mehr leben wollen. Ja, Mick, verdammt nochmal, du hattest recht. Ich sag dir, die Natur ist klüger, als man denkt. Ganz allmählich verlieren wir unsere Freunde. Wir verlieren alles. Wir verlieren mehr, so lange, bis wir dann sagen... Weißt du, wozu zum Teufel lebe ich hier eigentlich noch? Ich habe keinen Grund dazu. Aber durch dich, mein Junge, habe ich einen Grund, weiterzumachen. Und ich werde am Leben bleiben. Ich werde zusehen, wie du es schaffst. Und ich werde dich nie verlassen. Ich werde dich nie verlassen, bis es soweit ist. Weil, wenn ich dich einmal verlasse, wirst du nicht nur wissen, wie man boxt. Oh nein, mein Junge, du wirst auch, wenn du nicht im Ring stehst, wissen, wie man mit allem fertig wird. Okay. Okay. Und jetzt habe ich ein kleines Geschenk für dich. Ach, Mick, das ist doch nicht nötig. Ah, warte einen Moment. Mick, hör mal. Sieh dir das an. Siehst du das? Das hier ist das Wertvollste, was ich je besessen habe. Und Rocky Marciano hat es mir geschenkt. Das ist sein Manschettenknopf. Und jetzt schenke ich ihn dir. Und er wird wie ein Schutzengel für dich sein, verstehst du? Falls du je verletzt wirst und spürst, dass du zu Boden gehen wirst, wird dieser Schutzengel dir was ins Ohr flüstern. Er wird sagen, steh auf, du verdammter Mistkerl! Denn Mickey liebt dich, okay? Danke, Mick. Schon gut. Ich liebe dich auch. Schnapp ihn dir, mein Junge. Danke. Alles klar. Du warst der Schutzengel. Na bitte. Hey, was ist mit seinem anderen Manschettenknopf? Keine Ahnung, er hat mir nur einen geschenkt. Den anderen hat irgendeinen Penner.